Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu dieser XXXL-Folge von DSDS und zwar heute mit den peinlichsten Auftritten. Macht's euch gemütlich, lehnt euch zurück. Viel Spaß mit dem Video. Oh nein. Ey, die machen hier echt die Vorstellung vor diesen ganzen Leuten. Ne? Die sitzen da und der Kaspert jetzt vor den Leuten da rum. Oh nein. Aber Selbstbewusstsein hat er. Selbstbewusstsein hat er. Ja, okay, kann er ein bisschen Breakdance. Kann er ein bisschen. Ich bin 21 Jahre alt und komme aus Stuttgart. Okay, Breakdance kann er sogar. Ich bin gespannt, ob das hier für die große L-Magis Talentshow reicht. Superstar werden, weil ich will der Beste sein. Ja, okay, dein Grinsen ist sehr siegessicher. Schauen wir mal, ob das reicht, mein Lieber. Was ist das? Sosik von Neo. Und was steht da drauf? Oh nein. Was, kannst du so ein bisschen auswendig? Naja. I'm so tired of tears, so done with wishing you were still here. Oh nein. Aber der hat im Englischunterricht nicht die Listening Comprehension gemacht. Da wurde wirklich unter dem Tisch Fortnite gespielt. Du heiliger Strohsack. Was ist das denn? Ja, also wirklich. Englischunterricht, Fehlanzeige. Egal, vielleicht kann er ja trotzdem singen. Ja? Ungenügend 6 minus, ja. Also, das ist, ne? Was, Löwe? Der kann besser Englisch als du. Der kann besser Englisch als du? Ja, Löwe, du kannst auch gar kein Englisch. Hab ich dir nie beigebracht und musst du auch nicht wissen. Ja? Ihr Saufköpfe da hinten sitzt eh nur da rum und die machen nur Party die ganze Zeit. Trinken hier einen nach dem anderen, so die säuben sich die Birne weg, Jungs. Ja? Kein Wunder, dass ihr kein Englisch könnt. Okay, wir gucken rein und müssen ihm eine Chance geben. Also du brauchst den schon, den Text. Ja. Aber ich hoffe, dass ich den... Sie liest mit Lyrics ab, der braucht die. Der braucht die Lyrics. Der kann die nicht mal auswendig und dann völlig falsch im Englisch. Dann tu dir doch den Gefallen und druck die Lyrics einfach aus, die Original. Aber der schreibt dieselbe mit Hand völlig falsch und kann die nicht mal auswendig. Okay, wie gesagt, wir sind trotzdem unvoreingenommen und guck uns das Ding an. Ich mit reinnehmen muss. Agron for Superstar? Ja. Definitiv? Leute, merkt euch mein Gesicht. Germany's Next Superstar. Genau in dem Englisch, ja. Hallo. Oh nein. Guck dir das Grinsen an. Ja, der ist siegessicher. Er hat ein siegessicheres Grinsen auf dem Gesicht. Mal schauen. Hallo, ich bin Agron Osmani. Bin 21 Jahre alt und komme aus Stuttgart. Ja, und was hast du an Sounds mitgebracht für uns? So Sick von Neo habe ich vorbereitet. Soll ich einfach mal anfangen? Ja. Nö. Oh nein. Uiuiui, der Bursch ist aufgeregt, der ist nervös. Herz klopft, ja? Oh nein. Oh nein. Okay, er hat's. So, ich muss mich auch ein bisschen konzentrieren. Ich habe auch meine Ohren vorher gewaschen, so, weil ich muss auch zuhören. Ich muss das Ding beurteilen können. Los geht's. I'm so sick of love. Agron Osmani, 21, Zeitarbeiter. Oh nee. Nee, reicht. Also El Magi direkt schon nein. Also das reicht ja. Also, du hast den Songvertext vergessen, hast jetzt einen Blackout, gut und schön, so, aber selbst in der kurzen Zeit, das hat nicht gereicht. Text falsch, kein Ton getroffen und Blackout. Also dreimal nein. Entschuldigung. Aber sein Grinsen verliert er nicht. Erde dich mal ganz kurz. Nee, was gibt dir denn noch eine Chance? Vielleicht auch noch raus, ne? Schau mal kurz drauf. Kurz. Oh nein. Oh, er liest die Lyrics. So tired of this. Oh nein. Junge, du kannst doch nicht hier in L-Magis Talentshow auftauchen. Ja, und nicht mal die Songtexte deiner Songs kennen. Das kann doch nicht wahr sein. And I'm so sick of love song, so sick my turn. You raise me with your song with my hand.
Nee, lass aber dem Ganzen ein Ende bereiten. Ja, ja. Nein. Du musst dich aber auch mal angucken, da im Spiegel zu Hause. Das sieht echt irgendwie so aus, als wenn ein seltsames Tier in deinem Gesicht gestorben ist. Was? Dieter, warum gehst du denn jetzt gegen sein Gesicht? Er hat ein siegessicheres Grinsen, das stimmt. Aber warum schießt... Also, sag mal was zu seinem Gesang. Sie sind hier bei Deutschland sucht den Superstar. Nicht bei Deutschland sucht das Supergesicht. Warum, was schießt er denn jetzt gegen sein Gesicht? Vielleicht nur ein Deutscher. Du kannst nicht singen. Nee. Dankeschön. Ciao, ciao, mein Lieber. Abflug. Nee, wenn die sagen, ich habe keine Stimme, ich kann nicht singen, dann lassen wir es auch dabei. Ja, ja. Ja, da war schnell überzeugt. Hast du es nicht einmal mal vorgesungen? Ja. Donald James, ich bin der Lady. Was passiert da? Donald James, ich bin der Lady. Verpackt und manchmal fast nackt. Was ist das? Und manchmal fast nackt, wie sie singt. Donald James, Silla Kunstseite, gibt dir einen Sturm. Gibt's den Song echt? Also ist der gecovert oder hat sie den selber gemacht? Why are you asking me? Donald James, Lack und Seide. Mein Herz ist so groß. Ja, dein Herz ist groß. Definitiv raus. Reicht, ja. Er heißt zwar Mr. Love, doch vor ihm muss sich die Jury in Acht nehmen. Ich heiße Mr. Love. Mr. Love steht für Liebe, aber auch für Gefahr. Nicht alles ist bei ihm liebevoll. Okay, wir sind gespannt, ob das Ding reicht. Mein real name ist John Mark. Bin 30 Jahre alt, bin Kanadier. Ich nutze den Wettbewerb als Werbung für mich selbst. Ach, als Werbung. Okay, also willst du gar nicht weiterkommen, einfach nur Werbung. Mhm. Aus Kanada. Ich wollte sagen, aus Kanadien. Ich bin als Künstler tätig, auch produziere mich selber in Amerika und... Amerika? Ich will Superstar werden, weil ich brauche das Geld. Wie kann man da so rangehen? Ich mache Werbung für mich selber und ich will das Geld. Immerhin ehrlich, aber nicht super sympathisch, ja? Hi. Ich bin Mr. Love. Hast du auch einen richtigen Freund? Er sagt einfach nur, ich bin Mr. Love. Okay. Sing euch was. Love? Bist Mr. Love? Bin Mr. Love, ja. Was macht Mr. Love? Mr. Love spielt ein bisschen was für euch. Bitte? Ich spiel ein bisschen was für euch. Okay. Oh, leicht passiv-aggressive Art hat Mr. Love. Ruhig. Bisschen vielleicht mal ein Lächeln übers Gesicht bringen, ja. Ein bisschen zu leise. Ich glaube, der hat ein bisschen Potenzial, aber das ist zu leise. Da ist wenig Power. So, warum sollte man sowas... Auch, er hat auch wenig Ausstrahlung, weil er halt so unsympathisch wirkt. I feel for you like a child. Er bewegt sich sehr viel. Ja, Gitarre spielen kann er. Okay, geht auf jeden Fall schlechter, aber irgendwie fehlt mir da was. Aber man könnte ihm eine Chance geben, finde ich. Aber er muss sympathischer werden, so. Das ist wenig Superstar-Attitüde. Er wirkt super, super arrogant. Aber er kann Gitarre spielen und... Okay. So eine passiv-aggressive Art. Hammer. Gehst du auf deinen Stern da? Ja, ich meine, also eins hast du deinen eigenen Stil. Das muss man wirklich sagen, aber den finde ich absolut. Weil irgendwie kommt es mir vor wie so ein übergebliebener Kelly-Family-Typ, der irgendwie auf Ecstasy irgendwie... Ja, übertreibt. Okay, übertreibt ein bisschen, ja. So schlecht war das nicht, so. Ja. Nicht die richtige Runde mitgekriegt hat. Also ich finde es einfach... Ja, okay, ja.
Es war jetzt nicht der Brüller-Auftritt, so. Er war ein bisschen leise teilweise, ein bisschen genuschelt und so, aber viel bewegt, aber so, das sind so Sachen. Du musst aufpassen, also du bist so cool, du musst aber auch arschcool einfach. Ui. Und da musst du aufpassen mit dieser Coolness, weil sowas kippt auch mal schnell und dann wird's. Boah, der ist super aggressiv, der kommt jetzt, wie nah der kommt. Sehr unsympathisch, weißt du, also passt da generell ein bisschen auf. Ich finde nicht, dass das hier reinpasst. Deshalb kriegst du von mir ein Nein. Okay, ja. Ihren Punkt verstehe ich. Wenn du vorgibst, Weltmeister zu sein und lieferst dann so weit ab, dann geht das für mich total in den Sack. Von mir gar. Ja, wenn er freundlich, ein bisschen sympathischer, bescheidener an den Auftritt gegangen wäre, dann hätte das anders ausgesehen. So einfach mit ein bisschen mehr Herz oder so. Aber yo, ich bin Mr. Love, ich mache Werbung für mich selber. Ich will das Geld haben. Und jetzt Mr. Weißt du, das ist so. Nee. Ganz, ganz starkes Nein. Dankeschön. Der fasst das nicht, der kriegt das nicht gepeilt. Der überlegt sich jetzt, ihm einen reinzuhauen. Oh mein Gott, das ist so eine Respektlosigkeit. Danke. Was? Der hat das Glas Wasser vor den genommen und sie zugeschüttet. Mann, gut, ich habe auf mein Glas hier aufgepasst. Hey, Maggie ist trocken geblieben. Der hat sich das aus der Fernliebe angeguckt. Aber das ist ja der Hammer. Das war ja auch nicht gespielt oder so, ne? Klar, die haben ihm eine sehr fette Absage gegeben und der war sehr überzeugt von sich. Aber wenn er ein bisschen anders rangegangen wäre, hätte er sogar vielleicht Ja's bekommen. Die waren auch ein bisschen zu streng, aber das rechtfertigt trotzdem nicht, jemandem Wasser ins Gesicht zu schütten. Das hat safe noch danach irgendwie Stress gegeben mit dem. Weil das haben die ja nicht auf sich sitzen lassen. Danke, Frau. Bitte schön. Der sitzt ja, der ist klitschenass. Hammer. Oh. Habt ihr mein Handtuch? Ich bin schockiert. Mensch, das hast du doch an den Augen von dem schon gesehen. Ja, ja, der hat super aggressiv gewirkt. Mein Gott, sei Dank war es nicht der Latte Macchiato. Wenn jemand keine Kritik vertragen kann, gehört er nicht in dieses Geschäft. Ich kriege Kritik seit 30 Jahren. Das tut weh, aber damit muss man irgendwie klarkommen. Ja, und wenn man mal ein Glas Wasser abbekommt, muss man auch klarkommen. Nein. Was zu sagen, kritisieren, ist immer was anderes, als natürlich handgreiflich zu werden, beziehungsweise ne, mit Wasser irgendwie. Handgreiflichkeit geht immer zu weit. Er hat seinen Moment im Rampenlicht gehabt. Und jetzt aber immerhin hat er die Dame nicht nass gemacht, ja? Findet er wieder in den Tiefen des Sumpfes. Mein Name ist Samantha Rosa Elisabeth Gallo. Ich bin 18. Samantha, hallo Samantha. Ich bin eine dramatische Person und ich kann auch mal einfach durch die Gegend rennen und sagen, oh, die Welt ist so schrecklich. Samantha, dramatisch und temperamentvoll. Gut, dass du das in deinem ersten, direkt in der Vorstellung schon sagst, Samantha. Ich habe auf jeden Fall das gute Gefühl, dass ich die Jury überzeuge. Mhm. Guten Morgen. Hallo Samantha. Sternchen. Komm rein, genau. Samantha. Hallo Samantha. Hallo. Also, ich singe von Pink, Junio. Also. Gut. Let's go, Samantha. Tief durchatmen. Los geht's. Samantha, das Singen ist die eine Sache, aber du musst nicht schreien. Mach das in einer angemessenen Lautstärke. Es darf ein bisschen lauter sein, weil du kannst auch dein Temperament rauslassen, aber du musst uns hier nicht anbrüllen, ja? Wir sind hier nicht im Zoo, Samantha. Oh. Samantha Gallo, 18, Abiturientin. Oh, die ist jung. Ich hätte sie ein bisschen älter geschätzt. Ah. Jetzt ist sie genug. Reicht. Tut mir leid. Dem Dom bricht gleich ein Turm weg. Ja, ja, dem Dom bricht gleich ein mächtiges Dings weg, ja. Der ist hier waschechter Kölner, der Rechte hier. Du schreist, das tut weh. Samantha, das ist
ist nicht schlecht. Ganz ehrlich, es ist nicht schlecht, dass wir einfach sagen, ey, das ist total scheiße oder irgend sowas. Ist es nicht. Aber es reicht ihm nicht. Ey, der ist doch freundlich geblieben. Dieter ist doch freundlich geblieben. Auch von El Maggi. Ein klares Nein hier an der Stelle. Muss ich dazwischenhauen nochmal. Ja? Aber Dieter ist ja noch freundlich geblieben. Und sie fängt jetzt, sie holt aus. Jetzt wird gepöbelt. Samantha, halt dich zurück. Los. Es reicht nicht. Nee. Hat ja, er doch gesagt, hab ich doch gesagt. Ja, was heißt denn, wir... Es reicht nicht. Es reicht nicht. Wir sitzen doch nicht aus Spaß. Ich meine, wir können dir doch nicht was vorgeben. Da könnt ihr jetzt nicht machen, jetzt ohne Scheiß. Lass Samantha nicht weinen jetzt hier. Wir sind hier im TV. Nicht weinen bitte jetzt, Samantha. Also jetzt breche ich echt zusammen. Komm. Nee, da könnt ihr jetzt nicht machen. Ich probiere immer alles, ne? Und ich tue mein Bestes und will weiterkommen. Und ich habe geübt. Da könnt ihr nicht machen. Bitte. Aus Mitleid jetzt. Jetzt wird die Mitleidsnummer gezogen. Und sollen wir die aus Mitleid jetzt weiterlassen? Ich glaube, Elsa Maggi bleibt standhaft. Und ich bin auch ein Entertainer und ich weiß, wie ich die Leute glücklich mache, wenn ich die angucke. Ui, schon jetzt sehr nah. Das ist doch alles okay. Das ist das Einzige, was ich kann. Wir haben doch nicht, wir haben doch nicht gesagt, dass du nicht singen kannst. Ich lese mir das mal vor, hier, was da steht auf dem Ding da. Deutschland sucht den Superstar. So. Und ich habe auch nicht gesagt. Wir suchen einen Star. Wir glauben nur, du kannst nicht so gut singen, ja, wie das, was wir eigentlich suchen. Kann ich nicht verstehen. Und das ist überhaupt nicht böse. Nee. Also das ist ja auch ein bisschen Ansichtssache. Wenn das die Jury nicht reicht zu den... So stark war das nicht, Samantha. Muss ich auch leider sagen. Ich bin so nervös ist und schon nicht mehr so richtig kann. Und die sind alle doch nervös. Ja, ich weiß, aber manche nicht und manche mehr auch nicht. Ja, das hat damit nichts zu tun. Und wenn man immer vor Leuten steht, die einem urteilen, weil man so aussieht, wie man aussieht... Das hat damit auch nichts zu tun. Tut mir leid, dass ich dir das nicht glaube. Es tut mir wirklich leid. Samantha, das hat nichts, also wirklich... Samantha, das war, du warst sehr laut. Ja, das hat wirklich nichts mit deinem Äußeren zu tun, ja? Kelly Clarkson, Mensch, die sah doch in Amerika aus, auch irgendwie, ja, ich weiß nicht, was. Ja, was haben sie aus der gemacht? Das ist doch super, darum geht's nicht. Aber du musst im Minimum genauso gut singen, wie die anderen, die weiterkommen. Das kann ich auch, wenn ich nicht nervös bin. Kannst du nicht, das ist doch dummes Zeug. Also Samantha, dich jetzt hier mit Kelly Clarkson zu vergleichen, ne? Da ist ein bisschen hoch in die Sterne gegriffen, meine Liebe, ne? Das ist Selbstüberschätzung. Wirklich. Ja, danke, dass ihr mir zugehört habt. Ja, da muss Samantha jetzt mal hier wirklich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden, ne? Bin ich nett euch? Nee. Danke. Tschüss. Schönen Tag noch. Da ist der Samantha. Okay. Da ist der genau. Links. Links. Ja. Ich hätte gedacht, ich schaffe das. Wie die Kameramänner auch so penetrant jetzt noch draufhalten. Die weint da. Weiter draufhalten. Also ich wollte bis nach Berlin kommen. DSDS ist zurück am Bodensee. Siehst gut aus, du bist mein Topmodel. Du kommst groß raus, du ziehst dich an und ich. Also ich bin Fabrizio. Ah, das ist der Fabrizio. Oh nein, und die haben im Hintergrund, du siehst gut aus, Topmodel und so gespielt. Das ist schon leicht lächerlich machend. Ich habe damals mitbekommen, das war ein Riesenskandal, aber Freunde, ich habe den ganzen Auftritt noch nicht gesehen. Auch nicht damals. Giordano, ich bin 21 Jahre jung. Hi Fabrizio, oder möchtest du gar nicht Fabrizio genannt werden? Also ich sag gern Prinzessin zu mir, weil ich so eine kleine Prinzessin bin. Ich will nicht Fabrizio genannt werden, ich will Prinzessin genannt werden. Okay, und ich will ab heute König genannt werden. Okay, dann sage ich Fabrizio zu dir. Was macht denn dich so besonders? Bei mir merkt man das, dass ich homosexuell bin. Allein schon, wie ich laufe. Ich bin Schüler. Er geht doch zur Schule. 21. Wahrscheinlich Berufsschule dann, ne? Leg mal beim Laufen, weil ich einen in der Hose habe, ne? Ich zeige gern, dass ich homosexuell bin. Warum? Weil man sich nicht verstecken braucht. Das ist okay. Das ist okay. Und wenn Fabrizio gerne hohe Schuhe trägt, dann ist es auch okay. Ja, und er muss sich auch nicht verstecken. Also, ne? Er tut ja keinem weh. Er schadet. Ich sag immer, solange man keinen anderen Menschen schadet, ist alles in Ordnung. Ja? Oder beeinträchtigt. Oder ihr wisst, was ich meine. Ich finde die Jury auch cool, vor allem Dieter seine direkte Art, ne? Ja, ist ja auch cool. Lieber direkt und ehrlich als falsch. Ja, lieber direkt. Das bringt auch nichts. Ja. Das stimmt. Man kommt ja auch nicht weiter. Man soll trotzdem respektvoll bleiben. Aber klar, ehrliche, direkte Art mag ich auch immer sehr gerne. Bohlen kann sehr gut kontern. Sehr gut versuchen, Leute niederzumachen. Problem ist bei mir, ist er an der falschen Adresse, weil wenn er kontert, konter ich ihm zurück. Und das selbst. Oh, geht ja schon davon aus, dass vielleicht Dieter ihm eine, dass er da einen Spruch drückt? Eieiei. Ich bin ein bisschen arrogant, aber ich stehe auch dazu.
Wie kann man das denn so cool von sich sagen? Ich bin arrogant. Also wenn man sagt, ich bin selbstbewusst, das ist okay, Selbstbewusstsein. Aber arrogant ist eigentlich ein negativer Begriff. Eigentlich sind arrogante Menschen unsympathisch. Hallo. Hallo. Hi. Also ist okay, also das Gehen sieht ein bisschen komisch aus, aber ist egal. Sieht aus, als wenn er auf Stelzen ist, aber egal. Wie heißt du? Ich bin Fabrizio. Fabrizio. Genau. Hast du dich jetzt absichtlich als Frau geschminkt, so zurechtgemacht, oder bist du so? Oder nee, also ich bin, wie man es ansieht, homosexuell. Digga, nee, ich spiele das Lied wieder ein. Reicht, reicht. Also, guck mal, er tut keinem weh, so, dass Dieter die Frage stellt, hey, wieso bist du geschminkt? So, finde ich okay, dass man das fragt, ja. Aber darüber zu judgen, so, wenn er das fühlt, soll er das. Ja, und die Schuhe waren sehr teuer. Kann man da denn gut drin gehen, so? Ja. Yeah. Nee. Ja, aber ich meine, wenn man da schlecht drin gehen kann, warum gehst du nicht in bequem? Ah, hier auf der C ist sehr, sehr am Quetschen. Das tut weh. Die sind doch zu klein. Die sind doch einfach zu klein. Und weil er sitzt ja auch vorne voll mit Last drin, weil hier ist eine kleine Lücke, seht ihr, weil so steil sind die Schuhe. Die sind super ungemütlich. Also mein Geschmack ist es nicht. Ich finde generell das Outfit so ein bisschen, aber wenn er sich wohlfühlt, ne, soll er das machen. Ich sag ja nur, was mein Geschmack wäre. Wenn die jetzt Leute schreiben in die Kommentare, ey Maggi, ich finde dein Outfit auch hässlich, ich finde dein Hemd hässlich, ihr dürft mich so viel beleidigen, wie ihr wollt. Das ist, ich bin da komplett schmerzfrei, mir ist das völlig egal. Mit Schuhen, wo es besser aussieht. Ich hab bequeme Schuhe da, aber okay. Ich bin ein Mann. Auch wenn ich auf Männer stehe, bin ich trotzdem Mann. Und Mann zieht das durch, was er durchzieht. Ja, aber wenn du Mann bist, dann warum läufst du denn in diesen Frauenschuhen rum? Frag doch deinen besten Freund Bruce, warum er darin läuft. Nein, das ist aber wieder Tim. Und du bist... Wow, den Spruch hat er vorbereitet. Den Spruch hat er vorbereitet. Safe, den hat er vorbereitet. Wenn Dieter sagt, hey, wieso trägst du so eine Klamotten? Hey, wieso trägst du solche Schuhe? Dann sagt der, dann kontert der und sagt, ey, frag doch deinen besten Freund Bruce. Das hat er vorbereitet, safe. Dass Dieter das nicht gut findet oder das nicht leiden mag, das war mir schon klar. Das hätte ich euch auch vorher sagen können. Einfacher deutscher Meister im Hip-Hop. Erzähl mal. Ich bin ja aus Pforzheim und mein Cousin hat damals dort unterrichtet, das ist der Camillo. Der dir auch bekannt ist und der ist dir auch bekannt, ne? Mhm. Und er weiß zum Beispiel nicht, dass ich hier bin, aber er wird es bestimmt irgendwann sehen. Er hat uns damals trainiert und aus jedem kann was werden, sage ich, ne? Man muss halt nur was zeigen und was tun. Okay, der Camillo weiß nicht, dass er da ist. Schön den Namen auf jeden Fall trotzdem gespittet im... Ja, und die sind connected mit ihm. Also wenn er jetzt Ich weiß ja, dass da ein Skandal gleich kommt. Ja, dann ist der Name gefallen. Da wird Camillo auch richtig froh drüber sein, dass er den Namen gedroppt hat, ne? Ja, weil ohne nichts kommt nichts. Ja. Man muss zeigen, dass man es will. Ja, mhm, das stimmt. Also wie es euch jetzt zeigt, dass ich es kann. Okay. Oh, sehr selbstbewusst. Selbstbewusst, arrogant, wie auch immer. Ja. 16-fache deutsche Meister. Wie alt bist du nochmal? 21. 21. Wann hast du da... Wie mit... 21 minus 16, wenn man es jedes Jahr ist, wäre 5. 9. Mit 9. Habe ich angefangen. Und dann jedes Jahr deutsche... 9 plus 16 gleich 21. Nee, nein, wahrscheinlich mehr. Es gibt mehrere deutsche Meisterschaften in einem Jahr. Meisterschaft getanzt und gewonnen? Ich habe nicht bei jeder mitgemacht. Nein, nicht bei jeder. Also, das ist ja eine Crew und ab und an nur die Mädchen beispielsweise und ab und zu andere Jungs statt ich. Okay. Ich dachte, du hast alleine für dich... Nee, ein Team, eine Crew, also sein Team hat... Weil als eigenständiger Tänzer auf 60 Meisterschaften getanzt. Ja, aber es gibt ja auch Gruppen. Gibt es ja, 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 das sind so einfach Gruppen. Mhm. Bloß, ich tanze jetzt nicht mehr, ich habe es auch nicht aufgegeben, ich tanze gern. Deswegen will ich euch jetzt beweisen. Und was möchtest du für uns singen? Okay. Ich möchte erstmal für euch rappen. Anaconda von Nicki Minaj. Das ist so ein Song... Wie soll man da beweisen, dass man singen kann? Wie soll man da hier in El Magis Talent Show überzeugen? Also das ist so weird. Kannst du auch singen? Also weil wir suchen, also ich sag's dir ganz ehrlich, gleich vorneweg, wir suchen keinen Rapper. Okay. Deshalb bringt es auch nichts, wenn du uns was vorrappst. Obwohl auch schon Rapper kam, ne? Weiterkommen würde. Aber mit so einem Song, ich weiß nicht, warum man in meinem Casting Anaconda singt. Ja, also ich brauche irgendeinen Titel mit Gesang. Ja, eben. Dann singe ich Rehab von Amy Winehouse. Ich weiß. ich bin nicht Amy, aber... Sie war mein Idol und man kann alles schaffen, wann wird, ne? Hauptsache, es kommen Töne raus. Okay. Ne? Ja, dann leg los. Okay. Dann macht dein Idol Leute. Amy Winehouse jetzt mal alle Ehre, Fabrizio. Okay, Fabrizio. Let's go, Fabrizio. Bühne frei, los! They tried to make me go to rehab, but I said no, no, no. Yes, I've been back, but where I've come back to a no.
I'm fine. Just try to make me go to rehab. Rehab? Rehab? Na, nee. Also, es gab schlechte Auftritte. Es ist nicht furchtbar, furchtbar schlimm, finde ich. Aber das ist, diese Art der Rehab, das, ne? wenn er das verkörpert, beziehungsweise wenn er das gut findet, dann ist das fein. Und es passt auch ein bisschen so zu ihm. Aber gesanglich reicht das mir persönlich nicht. Nö. I'd rather be at home with pride. Got filled empty, babe. Cause there's nothing you can teach me that I can learn from it the hard way. I didn't love it well. Er ist so selbstbewusst dabei. Ich glaube, er denkt, er reißt die Bühne gerade ab. Aber wie gesagt, es ist auch nicht unterirdisch. Wir hatten definitiv schon sehr, sehr, sehr viel schlechtere. Aber Amy Winehouse ist auch sehr schwer und hat auch so einen eigenen Stil. Und den trifft er so ein bisschen. Ja? Hat der Kissen im Po? Da ist irgendwas drinne in der Jeans. Da sind Kissen drin oder so eine Po-Polster. Das sieht man hundertprozentig. Nicht böse gemeint. Wenn er das gut findet, aber das sieht man. Okay, dankeschön. Okay, Skandal. Also, die werden jetzt Nein sagen. Ich will immer so predikten. Ich will immer so, was jetzt passiert. Die werden Nein sagen und dann wird er sich aufregen. Weil Nein akzeptiert Fabrizio nicht. Xavier? Mit den High Heels ist gar nicht mal so geil. Es arbeitet eher gegen dich, finde ich, so ein bisschen. Ist gar nicht mal so geil. Ist Geschmackssache, man muss es nicht so fies sagen. Aber also es hat nicht für ihn gearbeitet, weil man sieht halt, also diese Bewegungsfreiheit, man steht halt wie so angewurzelt. So, Hauptsache man knickt nicht irgendwie weg mit diesen High Heels. Wenn er sie gerne trägt, okay. Aber er präsentiert sich ja so und das ist eine Jury, ja, und die sagt, okay, das hat jetzt nicht für den Auftritt gut für dich gearbeitet. Und Gesang war auch überhaupt nicht gut. Deine Meinung? Okay, ja. Ich fand's nicht gut. Deine Meinung? Ja gut, danke. Ja, passiv-aggressiv. Passiv-aggressiv, ja, wenn man sich vor eine kritische Jury stellt, Kritik bekommt, kann man sie auch, man muss es nicht fies machen. Ja, wenn die jetzt respektlos werden, die Jury, die sind auch manchmal fies. Xavier war schon an der Grenze. Aber so dieses deine Meinung, das ist provokant, das ist passiv-aggressiv. Nimm es einfach cool an. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das genau ausdrucken sollte. Ich meine, bei mir auf dem Zettel steht der 16-fache deutsche Meister im Tanzen, Fabrizio. Und ja, also tanzen weiß ich, aber das, ja. Wahrscheinlich wird es jetzt auf die Schuhe stehen. Sagst du noch, du bist der Cousin von Camillo. Ich kenne auch Camillo, der macht echt gute Sachen. Oh, der Cousin. Ah, das gab Ärger dabei. Der hat mega gute Sachen. Ja, und du meinst, du trainierst mit ihm. Zwar verstehe ich, du bist hier, um zu singen, aber sag ich mal, allein diese Gehschritte, ja, die müssen ja irgendwie auch eine gewisse Ästhetik oder Optik haben. Definitiv, klar. Fand ich nicht so geil. Oh, der bereitet sich schon vor, er bereitet sich schon vor. Er merkt, er wird jetzt Kritik ernten, er bereitet sich vor. Ja, aber den Tanz muss er jetzt nicht beurteilen. Wenn der Gesang gut wäre, so die Bewegungen waren ein bisschen komisch wegen der Schuhe, aber ja. Musst du auch nicht geil finden. Ich habe versucht. Ich bin hier. Ihr sagt ja, mir gerade eure Meinung. Ja, aber ich habe noch nicht zu Ende geredet. Ja, ich habe dich aber gerade unterbrochen. Tut mir echt leid. Ja, okay. Ja, dann kann ich direkt auch weitergehen. Weiter zu Pietro. Meinst du das ernst oder willst du es? Nee. Jetzt der Gesang auch. Das hat so kurze Zeit wie Helium kurz angehört. Als ob du so einen Luftballon gerade. So wie deine erste Audition.
Jetzt hat sie mir Helium angewendet. Direkt zurückschießen. Aber man kann direkt zurück, direkt zurück. Also okay, die sind auch ein bisschen fies. Die sind ein bisschen provoziert natürlich. Aber er provoziert auch zurück. Also da merkt man, da stoßen jetzt zwei Fronten aufeinander und jetzt wird geballert. Ja, das Lustige ist, dass die Leute in meiner ersten... Audition war ich 18 Jahre jung. So, das darf man nicht vergessen. Erstens da. Ja gut, Pedro, das rechtfertigt jetzt auch nicht so. Alter ist ja egal. So. Ich weiß ja gar nicht, wie alt du jetzt bist. Und, genau, musst du auch gar nicht wissen, wollte ich nur sagen. Und ich habe da 100 Millionen Mal besser gesungen als du. Sogar, also diese Zahl gibt es gar nicht. Du singst also, komplett scheiße. Entschuldigung, wenn ich dich jetzt unterbreche. Ne? Ist scheißegal, was aber du machst. Du singst scheiße, Punkt. Ja, scheiße. Ja, es geht... Guck mal, da muss ich noch ein bisschen lieb bleiben. Ja, es geht schlechter. So, ja. Ich danke dir. Kein Problem, das ist meine Meinung. Haben wir schon. Oh, aber das ist passiv, das ist provokant und so. 3. Ja, und alle guten Dinge sind 4. Mhm. Die haben mir jetzt auch nicht gefallen. Das war direkt die 4. Backpfeife. Ja. Ei, ei, ei. Kein Problem. Wir bewerten eine Leistung. Ja, ich weiß. Moment. Ruhig. Das ist mein Job, dafür werde ich bezahlt. Ja, klar. Also. Wir sind dafür hier, um deine Leistung zu bewerten. Du hast dich hier beworben, bist gekommen, weil du davon hältst, dass du das gut liefern kannst. Weil alle Kandidaten kommen hier, die liefern, die kriegen eine Bewertung. Und ja, darum ich war. Du brauchst nicht so viele Wörter verschwenden, weil ich höre dir eh nicht mehr zu. Nächster. Ja, okay, das muss halt nicht sein. Das muss halt nicht sein. Nimm die Kritik einfach an, sei sympathisch oder lache über dich oder keine Ahnung. Aber so, ich höre dir eh nicht mehr zu. Nächster. So, also das ist halt voll überheblich. Das ist wie so der Nächster. Jemand anders wird nichts anderes sagen. Wow. Ja, jetzt. Sorry, don't mess with the diva, you're gonna go to lose. Okay, jetzt muss ich mir auch was ans Gesicht schütten. Don't mess with the diva. Ja, mess dich nicht mit einer Diva, leg dich nicht mit einer Diva an, du wirst verlieren. Okay, solche überheblichen Arroganzsprüche. Oh. Diva. Ist kein Problem, wenn ihr sagt, ich kann nicht singen, dann kann ich halt nicht singen. Ich hab's versucht, gut ist. Ja, so. Soll ich jetzt sagen, ja. Oh mein Gott, Pedro, hi. Oh, Pedro. Nee, dass du das sagst? Nein, das hat keiner gesagt. Das will ich gar nicht, danke. Das ist auch nicht mein Typ, guck dich an. Also. Okay, ich glaube, das reicht. Darf ich gehen? Ich werde dich darum bitten zu gehen, bitte. Darf ich gehen? Du darfst ja. Bitte jetzt okay. Gehen. Okay. Bitte, das reicht. Ja. Camilo, warte draußen, kann später kommen. Kleine Sch**, alter Huf. Was hat er die beleidigt? Der hat sie beleidigt. Der hat sie einfach persönlich beleidigt. Ey, geht gar nicht. Ja, also ekliger Auftritt, wirklich. Digga, sei doch respektvoll. Mann, das war knapp. Ich heiße Annemarie Wagner, arbeite bei einem Grafen im Annemarie Wagner, schön, Sie hier zu haben in der Elmagis Talentshow. Wir sind gespannt. Wir sind gespannt wie ein Flitzebogen. Haushalt mit seiner Frau, der Gräfin, und komme aus dem kleinen Weiler mit der S-Bahn-Station, Endstation Wolfratshausen. Warum erzählt sie uns jetzt unsere S-Bahn-Station? Also das ist eine Info, die brauchte ich jetzt nicht. Danke dir aber. Jetzt weiß ich, welche S-Bahn-Station du aussteigst. Danke dir. Ich muss leider sagen, es ist niemand mit mir hierher gekommen, da ich eben auch nicht so sehr geprahlt habe damit, dass ich bei Deutschland sucht den Superstar. Achso, geprahlen kann man damit auch nicht. Du kannst damit vielleicht, eventuell, wenn man prahlen will, was grundsätzlich nicht cool ist, aber wenn man es will, dann kann man es vielleicht, wenn du weitergekommen bist, wenn du in den Finalschuss bist, wenn du im Finale bist, wie auch immer. Aber du machst mit, das kann grundsätzlich erstmal jeder. Vielleicht nur eine Hypothese, ja, eine Vermutung. Vielleicht ist auch einfach nur niemand dabei, weil die nicht so von deinem Gesang überzeugt sind. Eventuell, aber ich weiß es nicht. Okay, weiter geht's. Frau Wagner, let's go. Auftrete. In meiner Freizeit mache ich am liebsten Rollerblader fahren und dabei ist. Ein Rollerblader. Die fährt gerne Rollerblader in der Freizeit. Singe ich dann und genieße es, wenn die Leute mich beobachten und sagen Bravo. Also, du singst du beim Rollerblade fahren. Das ist. Darauf baut es jetzt auf. Okay, los geht's. Ich habe den Film Bodyguard gesehen und weiß davon, wie gefährlich Superstar sein kann. Der Superstar, hallo, du bist beim Casting. Die redet schon, wie gefährlich das Leben eines Promis sein kann und so. Du bist doch noch ganz, also noch gar nicht da. Irgendwo Promi-Superstar zu sein, du hast noch nichts gewonnen. Du bist nicht mal im Recall, okay? Ruhig Blut jetzt hier einmal. Wir müssen hier auch immer die Leute ein bisschen grounden, ja? Dass einem sogar nach dem Leben getrachtet werden könnte, dessen bin ich mir bewusst.
Aber der Gedanke, dass ich sowas wie ein Superstar werden will, der lässt mich einfach nicht los. Hallo. Guten Tag, herzlich willkommen. Oh nein. Lass liegen. Da fällt die Nummer. Ja. Lass liegen, das klebt eh nicht mehr. Lass liegen. Annemarie Wagner, bin 25 Jahre jung und bin gelernte Hauswirtschafterin. Lass liegen, lass liegen. Arbeite bei einer adligen Familie, Gräfin und Graf. Oh. Ist das da so? Es ist herrlich. Und nicht, was man immer vermutet, dass die so... Lass die Nummer liegen. Ja, ja, lass liegen. Das ist auch mal gedacht, wenn die Nummer noch nicht mal an die haften will. Was singst du? Okay, ladies and gentlemen, I proudly present... Ui, vorbereitet! Ladies and gentlemen, I proudly present... Uiuiui, ui, ui, hier werden ganz große Geschütze aufgefahren. Bed and breakfast mit no more goodbyes. Mhm. Uiuiui, ui, ui, allein dafür müsste ja Frau Wagner fast schon weiterkommen. Ich kann mir den Namen, den Vornamen nicht merken, deswegen sage ich Frau Wagner. Was? Sag Ihnen das was? Annemarie, feuerfrei. Ja, ja, los, komm. Oh nein. Auch noch aus einer Adelsfamilie. Ah. No more goodbyes, no time to cry. Tears will go by, no goodbyes. No more goodbye, you will come back. Annemarie, Annemarie, wie auch immer. Vielleicht solltest du beim Rollerblade-Fahren bleiben. Nicht böse gemeint, aber gesanglich, das langt nicht. Back to me, maybe in time. Grüße gehen in diesem Video raus an Mia, an Max und an Womni YZ. Wenn du im nächsten Video auch grüßt werden willst, folg mir auf Instagram und schreib mir eine liebe DM. Wenn ich Heinz in den Sack schieße, dann singt er besser. Ja, übertreib. Nein, er hat recht. Ich finde, du bist mit einem Talent gesegnet. Und zwar dem Talent, dass du keinen einzigen Ton triffst. Und da gehört sich auch was dazu. Nein, du hast es versucht. Nein. Okay. Grüß mir die Gräfin und den Graf. Genau. Ja. Das war wohl nicht sein Geschmack. Nee. Aber immerhin ist sie noch positiv, ist sympathisch geblieben, ja. Aber Rollerblade fahren ist besser, glaube ich. Mein Name ist Tonja Büttner. Okay, mein Name ist Tonja. Bin 26 Jahre alt. Mhm. Von Beruf bin ich gelernte Bürokauffrau. Mhm. Wenn man also ins TV geht, gar nicht böse gemeint, aber macht man sich denn nicht so ein bisschen die Haare, so ein bisschen fresh-mash? Bisschen? Egal, weiter. So, Tanja kann hoffentlich mit Gesang überzeugen, Freunde. Ja, es ist quasi auch eine Folge von El Magis Talentshow, Freunde. Ja, weil ich bin auch Juror. Also ich werde entscheiden, ne, ob das Ding hier mich überzeugt hat. Max, sehr gern, wenn Daten unter Kleinen korrekt sind. Ich mag es, wenn, also Tanja, was sind ihre Hobbys? Die sagt, wenn ich mag es, wenn Daten korrekt sind. 1+1 gleich. Ich habe Bühnenpräsenz und das ist ziemlich wichtig, dass man das halt so beschreibt. Bühnenpräsenz? Hast du mal erste Klasse, hast du mal den Rasen gespielt oder was? Da auch hat. Ich habe letztes Jahr beim Deutschland so ein Superstar Casting teilgenommen. Was ist denn das überhaupt für ein Dialekt? Das ist irgendwie so schwäbisch oder so, aber ganz heftiges. Oh nein, sie war schon mal da. Eternity, I've lived to be. Boah, Tanja war fast überzeugt, Tanja. Fast. Da hat so viel gefehlt. Hatte ich ein Blackout. Ja, Blackout. Denk mal, dass ich es dieses Jahr schaffen könnte. Text ein bisschen besser gelernt. Ne, Tanja, los geht's. Schieß raus. Tanja, Bühne frei. Für dich, Tanja. Los. Hallo. Hallo. Mein Name ist Tonja Büttner. Super. So, super. Also ja, super, geht schon gut los. Hier, komm. Ja, und in meiner Freizeit singe ich ja in einem Chor, der in unregelmäßigen Abständen Musicals aufführt. Aber wichtig, in unregelmäßigen Abständen. Warum betont sie das so? Hier sehen wir sie. Oh nein.
Der Chor war so, ja, wenn du unbedingt dabei sein willst, stellen wir dich aber mal in die letzte Reihe. So, komm, Tanja. Wir müssen unvoreingenommen sein, Freunde. Vielleicht hat sie sich seit dem letzten Jahr gebessert. Tanja, zeig uns deine Stimme. Was hast du denn heute mitgebracht? Mhm. Von Kelly Clarkson, Break. Von der Kelly Clarkson. Breakaway. Hi. Eieieiei. Dann mach. Want to feel the warm breeze, sleep under palm tree, feel the rush of the ocean. So I break, I could break away. Also Tanja ist auf jeden Fall aufgeregt, musikalisch, gesanglich ist da noch ein bisschen was drin. Sagen wir, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, ja? Out of the darkness and into- Tanja Bittner, 26, Bürokauffrau. Tonja? Ah nee, sie heißt gar nicht Tanja, sondern sie heißt wirklich Tonja. Ja? Ob Tonja am nächsten, keine Ahnung, das wurde, sagen wir, auf dem Freitag oder Samstag gedreht. Ich glaube, die Castings sind auch öfter mal am Wochenende gewesen, damit da die Leute hin können. Die kann Montag auf jeden Fall nicht mehr zur Arbeit erscheinen. Beziehungsweise musste sie lieber die Arbeitsstelle wechseln. Also, nach dem Auftritt... The sun, but I won't forget the ones that I love. Make a wish, take a chance, make a change and break away. Wow. Also, Antonio, ob das für El Magis Talent schon reicht, das wage ich zu bezweifeln. Ja. Mal gucken. Da möchte man sich ja die Ohren zutackern. Ja. Tonja, du sagst, du singst in einem Chor? Mhm. Ja, aber sie hat auch gesagt, dass sie sich nur ab und zu mal treffen, weil sie immer in so lange... In unregelmäßigen Abständen sehen. Wichtig, in unregelmäßigen Abständen, mhm. Ja, verstanden. Also, zwischendurch gehen sie mal zum Ohrenarzt und lassen sich spülen. Zwischendurch zum Ohrenarzt, ja. Nein, das ist falsch verstanden worden. Wir führen den unregelmäßigen Abständen auf. Musicals auf. Genau, so hat es auch gesagt. Das stimmt. Tonja, wichtig. Ja gut, das war Tonja nochmal wichtig zu betonen. Aber ich glaube, das reicht nicht. Aber... Also, hey, da sieht Dieter ja 20 Jahre älter aus als jetzt, obwohl das 2007 ist. Da ist der, warte mal, da ist der irgendwie... keine Ahnung, 13, 15, 16 Jahre jünger und sieht älter aus als jetzt. Der hat sich aber ordentlich Botox ins Gesicht knallen lassen, glaube ich, ja? Oder die RTL-Kameras haben sehr krasse Filter. Nee. Das wird nichts. Danke, Tonja, aber dreimal nein. Nee, dreimal nein, Abflug. Also von mir auch leider nein, Tonja. Tut mir leid, ja? Ja. Warum nix? Ich vermute mal, der Jury war meine Stimme etwas zu hoch. Ja, daran lag's. Ich kann nun mal nichts dafür, dass ich in Sopranlage sing. Sopran, genau. Daran liegt's, Tonja. Test. Okay, kurzer Mikrofoncheck ist wichtig, ja, damit die Stimme auch schon mal geölt ist. Mhm. Okay. Selvi, ich komme aus Frankfurt, ich bin 17 Jahre alt und ich habe noch nie vor Dieter Bohlen gesungen. Dennis wirkt ein bisschen verwirrt und er hat auch noch nie vor Dieter Bohlen gesungen. Ja, hätte mich auch gewundert, wenn er das schon gemacht hat. Enttäuscht uns nicht, würde ich sagen. Wir sind frisch im Video, ich habe gute Laune. Ja, ich bin wirklich voll gespannt. Gehen wir jetzt in deinen Auftritt rein, Dennis. Ich glaube nicht, dass er so ein Monster ist, wie immer alle behaupten. Nee. Das kann nicht sein. Der ist halt nur ein Monster, wenn du halt auch schlecht bist. Generell, Freunde, auch alles, was ich hier sage, ist natürlich nicht persönlich zu nehmen, auch für die Person nicht persönlich zu nehmen. Ja, es ist nur die Beurteilung des Auftritts in der Show, ja? Auch bestimmt einen netten Kern in sich, das muss man mal gesagt haben, übrigens, liebe Zuschauer. Genau. Oh nein, wenn Dieter schon so durchatmet, ja, und auspustet, dann ist schon, ja, ganz schlechtes Zeichen. Hallo, ich bin der Dennis, ich bin 17 Jahre alt und ich gehe noch zur Schule. Mhm. Ich habe immer DSDS geguckt. Ach, 17, Dennis Selvi. Dennis wirkt ein bisschen nervös, ja, aber ist normal, er ist bei DSDS. Ja, Schüler an der Berufsschule. Und habe mir immer so ein bisschen da was abgeguckt. Wenn der Herr Bohlen kritisiert hat, habe ich halt gedacht, oh, dann darfst du das wohl nicht machen. Und dann habe ich halt immer so ein bisschen geguckt, was man da so machen kann und was nicht. Ah, er hat analysiert. Ja, also wirklich, Sherlock Holmes ist da am Werke. Er hat geguckt, was kommt bei Dieter gut an, was schlecht an. Und das versucht er halt umzusetzen, ja. Anstatt zu sein, wie du bist und zu singen, einfach, wie du es kannst, nein. Er versucht jetzt einfach nur, Dieter gerecht zu werden. Okay, ist meiner Meinung nach kein guter Weg, aber ja, du wirst dir schon Gedanken gemacht haben. Na los, Dennis. Okay. Aber gut vorbereitet anscheinend. Mhm. Ich würde euch gerne präsentieren, Hardstuff von Donna Summer.
Soll ich schon anfangen? Mhm. Oh, schieß los, Dennis. Let's go. Oh Gott, Entschuldigung. Ah, denn Aufregung. Tief durchatmen. Nase ein, Mund aus und nochmal. Bühne frei. Ruhe. Okay, los geht's. Sitting eating here in Howdah, baby. So langsam verliere ich die Geduld. Ja? Klar, der ist ein bisschen aus dem Tüdel gegangen. Dieter guckt schon gar nicht mehr hin. Gaza has some hot stuff, baby, this evening. I need some hot stuff, baby, tonight. I want some hot stuff, baby, this evening. Gaza has some hot stuff, gotta have some love tonight. Okay, also er am Anfang völlig durcheinander gewesen, er lispelt leicht, aber ja, das am Ende hat natürlich auch nicht gereicht, aber es war jetzt, also ich hab's mir ein bisschen schlechter vorgestellt, ja. Also, aber man kann doch mit sowas nicht eine Jury überzeugen. Also, ne? Das reicht halt nicht. Ich hab's noch schlimmer vorgestellt, so nach diesem Anfang, aber das reicht nicht, mein Lieber. Ich hab vorhin Schnitzel gegessen mit Gurkensalat und der Gurkensalat war musikalischer als du. Nochmal zur Erinnerung, Freunde, ein Gurkensalat ist gar nicht musikalisch. Möchtest du noch was hören, oder? Nö. Langt. Du kannst nicht singen, Mensch. Ich kann dir ein paar heiße Eier bringen, die kannst du dann abschrecken. Das mach ich gerne, heiße Eier abschrecken. Ja. Na gut, komm, schön nach Hause jetzt. Okay, ja, hat er merkst du selber. Ne, der hat auch nicht dann weiter. Also das gibt er sich auch nicht weiter, ist auch richtig, aber Dennis ist damit leider raus. Ich hab ihm gesagt, dass er nicht kann. Das geht, ne? Ja. Hey, hast du gar nicht gesagt. Geschichten aus dem Paulanergarten. Ich bin der Jens und Hi, Jens. Studiere Musik und Deutsch auf Lehramt. Ui, er studiert sogar Musik. Kann man ein bisschen was erwarten? Neuer Hoffnungsträger. Boah, ich meine, ich hatte früher nur Stress mit meinen Musiklehrern. Darf ich? It's getting... Entschuldigung. It's 7 o'clock and I wanna... Entschuldigung. My daddy is drunker than a barrel full of monkeys and my mama says she doesn't care. My sister looks cute and I don't hear... Kannst du mal die Luft absaugen? Also er kommt hier ja ständig durcheinander. Das kann passieren durch die Aufregung, aber... Hä? Also... Hä? Wurde ihm das nicht gesagt irgendwie, dass das vielleicht nicht so hundertprozentig ist? Vor allem als Musiklehrer hört man auch so ein bisschen was, oder? Kann ich das irgendwie noch verhindern, dass du Musiklehrer wirst? Gut, dann. Ciao. Na, warte, jo. Anja. Ciao. Von dir hast du nein. Von dir hast du auch nein. Von mir hast du auch gleich. Ciao. Ui, schneller Abgang. Ich hätte jetzt fast. Schade. Jens, ich hatte vor allem als Musikstudent, ich hatte große Hoffnung in dir. Aber das reicht nicht, Jens. Auch von mir leider nein. Hallo, mein Name ist Darko. Bin 24 Jahre alt. Boah, 24, ich hätte ihn älter geschätzt. Ja, normal. Darko. Momentan selbstständig. Meine Arbeit besteht daraus, Menschen zu helfen. Warum macht mir Darko Angst? Helfen, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Okay, Darko ist also Psychologe. Also man kann mich als Exorzist bezeichnen. Exorzist? Der kann also Leute, die einen Dämon in sich haben, die irgendwie verzweifelt sind, die... Da macht er einmal einen Exorzismus und dann sind die befreit, oder was? What the hell? Mein größter Fall, was ich gemacht habe, war, einen Menschen von einem Dämon zu befreien. Das war ein Mädchen. Im Zimmer sind... Krass, habe ich noch nicht geschafft. Komische Sachen passiert, haben sich bewegt von alleine. Sie ist irgendwie... Ich glaube, das meint das ernst irgendwie. Ja, aus seiner Sicht meint er das ernst. Ja, der meint... Ja, nicht, dass es wirklich passiert ist, aber ich glaube, der meint das ernst. Also, weil so, wenn das jetzt nicht einstudiert oder ihm geskriptet oder so. Also ich glaube, der denkt das wirklich, dass er Exorzismen, also dass er das geschafft hat. Wie man sagen würde, psychisch erkrankt.
aber es ist keine psychische Erkrankung gewesen. Sondern eine dämonische Aktivität. Bestimmt. Bestimmt war das eine dämonische Aktivität. Spezialisiert bin ich drauf. Glaubst du an sowas? Also bei dir manchmal schon. Mhm. Manchmal bist du besessen. Also manchmal ein bisschen, also ich hasse es, gruselige Videos darüber zu sehen. Ja, ich auch. Also ich grusel mich auch bei Horrorfilmen extrem, das muss ich zugeben. Das Negative aus der Welt zu entbannen. Klingt alles. Er läuft da so durch. Wen winkt er denn? Nee, er fässt die Wände an, ob da dämonische Aktivitäten sind. Unheimlich interessant. Es ist alles kompliziert. Es fühlt sich anziehend an, so als würde etwas ziehen. Was für ziehen? Das ist einfach nur eine Skulptur, die irgendwo in irgendeiner Fabrikhalle hergestellt wurde. Nicht mehr und nicht weniger. Eine Energie. Also gut. Hallo, wir sind... Wie ist das denn jetzt passieren? Ja, aber wir haben hier einen Kandidaten vor uns. Du kannst ihn doch jetzt hier nicht so hängen lassen. Meine höchste Priorität ist, die Wahrheit zu sagen. Okay, welche Signale sendet die Jury aus? Positive Person. Dieter Bohl? Bei Caro spüre ich auch positive Energie. Bei Dieter ist echt negativ. Die Energie ist positiv. Der meinte doch klare Luft. Oder? Natürlich, man kann Geld damit verdienen. Nur es geht nicht um das Geld. Nicht um. Kranke Aussage. Natürlich, man kann Geld damit verdienen, aber es geht nicht um das Geld. Okay, danke. Also da bin ich sehr... Ums Geld? Geht's etwa um eine frisch gebrühte Tasse Kaffee? Du wolltest irgendetwas machen von der Bank. Also, Geld wird knapp, ja, aber... Was? Geld wird knapp, ja. Ich sehe deinen Arm, tut dir weh. Gerade nicht. Sieh so gerade nicht! Jemand von deinen Freundinnen interessiert sich für Kosmetik. Alle. Komm her. Der ist behindert. Also ja, ich liege. Der macht halt das wie bei Sternzeichen, wenn man so allgemeine Sachen sagt. Ja. Also genau, so was auf jeden irgendwie zutrifft. Ja. So. Wo jeder sich angesprochen fühlt und denkt, ja, stimmt irgendwo. Ja, normal, weil er so allgemeine Sachen sagt. Ja. So, aber es ist halt, ich finde, es ist halt wirklich, ich weiß jetzt nicht, ob er da von Leuten Geld nimmt, aber... Es ist in vielen Fällen einfach nur Abzocke, dass Menschen so frustriert sind und Hoffnung darin halt sehen. Und es ist halt einfach nur, es ist wie mit den Heilsteinen. So, es ist halt, da wird halt oft was Falsches preisgegeben und das ist keine echte Heilung. So, es ist halt oft auch dem Placebo und werden auch falsche Heilversprechen gemacht. Was tust du da? Hallo, wir drehen gerade. Ich höre es nur so knacken in meinem rechten Ohr. Was machst du denn da? Das stört mich. Ich bin hier am Drehen, ich echauffiere mich und so. Und dann, wie so ein kleines Mädchen, höre ich so in meinem rechten Ohr so ein Knacken da. Ich denke, mein Auftritt wird positiv. Ja, wird positiv. Alright. Oh nein, Ghostbusters muss ich. Das ist so. Ladies and Gentlemen, hier ist Darko. Da-da. Hallo. Der Mann aus dem. Wer ist Darth Vader nochmal? Darth Vader. Was ist das? Das ist von Star Wars. Dieser Erde. Kommst du aus der Unterwelt, aus der Mittelwelt oder aus was für einer Welt kommst du? Aus der Oberwelt. Aus der Oberwelt. Was machst du so? Ich habe so komische Sachen gehört von dir. Du kannst also ich bin am selbstständig werden im Bereich Wahrsagerei. Kannst du mir die Zukunft voraussagen? Würde ich gerne, aber momentan sieht bin nicht ich gut nicht aus. Dazu in der Lage. Genau. Warum? Brauchst du so Vibrations? Nein, weil eben singen, dies, das und das zusammen. Hä? Okay. Aber man kann nicht singen und wahrsagen. Der steht auch wirklich im Gesetzbuch. Singen und wahrsagen geht nicht. Tatsächlich, man muss wahrsagen, abgesehen vom Singen machen. Yeah. Also wenn er jetzt einfach so Dieter Bohlen auf der Straße getroffen hätte, dann wäre es möglich. Aber dadurch, dass er gleich singen soll, geht das nicht. Ja, das sagt das Buch der Magie der dunklen Mächte. Richtig, genau. Das ist ein ganz bekanntes Gesetz. Steht mit ganz vorne. Also, weil ich mich aber so ein bisschen wahrsagen könntest du doch, oder? Ein kleines bisschen. Meinst du, du kommst hier weiter oder kommst du nicht weiter? Über mich kann ich leider nichts voraussehen. Ach so, okay. Und ich, wie sieht meine Zukunft so aus, so ganz generell so? Was hast du? Aber das können Wahrsager, glaube ich, echt nicht, ne? Über sich selber, oder? Frage ernst gemacht? Ach so, ja, wenn, also das, ob das jeder Wahrsager sagt, über mich geht es nicht. Oder ob es auch Wahrsager gibt, die sagen, die können ihre eigene Zukunft vorhersehen. Hast du denn echt mal so ein Gefühl? Hast du ein schlechtes oder ein gutes Gefühl? Ein gutes Gefühl. Ja, okay, bin ich ja beruhigt. Werde ich uralt, ich will ja Minimum 100 werden, ne? Darko wirkt ganz merkwürdig auf mich. Ja,
der Name ist auch sehr dark. Ja, ja, das ist halt Taco, der Hellseher. Willst du die Leute noch so lange quälen? Was? Nein, ich will dafür, ich gehe irgendwann gehe in Ruhestand. Ab nächstes Jahr setzt du dich zur Ruhe. Ehrlich? Sicher? Ja. Aber nicht wegen Krankheit oder so. Nein. Er hat auch nicht, das ist von 2000, er hat sich nicht jedes Jahr darauf zu. Also es ist komplett falsche Vorhersage. Nein, weil du es selber willst. Eine Auszeit. Yes. Und dann kommt dein Comeback. Nee. Warte mal, aber das... Warte mal. Meinst du es gerade ernst? Ja, er hat wirklich mal ein Comeback, aber das war viel später. Ich glaube, danach hat er noch 2-3 Staffeln gemacht und dann war er ein Jahr auf. Ich will kein Comeback, nix Comeback. Ich kann nix back. Ich will auf meinem Boot sitzen und hier die Fahne mit dem Mittelfinger hissen. Aber ohne dich läuft auch nichts. Das stimmt. Wirklich. Deine Zunge leuchtet so. Ach so. Zeig ich mal, steck mal raus. Boah, die leuchtet, ne? Wie als wenn du als eine Lampe drin hast. Als hättest du einen Kirschbonbon gegessen. Hab ich. Achso. Ja. Guck mal, ich kann auch wahr sagen. Aber kann man das lernen? Du musst eine Gabe oder irgendeine höhere Energie in dir. Ja, ja, er ist wirklich von Gott geschickt. Selbst haben, dass du es schaffst. Aha. Schlimm ist, wenn dir jemand versucht, was anzutun. Durch schwarze Magie. Okay, das ist gruselig. Das finde ich irgendwie gruselig. Das ist schlimm. Das so, ne? Sowas, ja. So, ne? Ich hatte mal gehört, ich war mal in Kontakt zu einer Hexe. Da hat sie gesagt, du musst so machen, dann kann dir keine Hexe, na ding. Aber ich glaube, an so einen Scheiß glaube ich ehrlich nicht, du. Und was jetzt mit Singen so? Ja, schnell, wir sind hier bei der SDS. Ich hab I Believe I Can Fly. Oh mein Gott. Oh. Ey, es gibt keinen Song, der häufiger gesungen wird. Warum machen die Menschen das? Immer I Believe I Can Fly. Und dieser Song ist so langweilig. Ich finde ihn so langweilig. Aber ich glaube, Darko glaubt wirklich, dass er fliegen kann. Die nächste El Magis Talent Show dann wieder ohne Sophie. Ja, also nagst hier rum, haust wilde Filmnamen in die Menge. Also, oder Charakter. Also Darth Vader, Draco Malfoy, was kommt als nächstes? Darko 24, okay. R. Kelly. Der heißt echt Darko? Ja. Ach so. I used to think. Darko! Darko, lass das sein! Darko, leg dein Mikrofon aus der Hand! Das kam jetzt sehr unerwartet. Darko, leg es. Darko, lass. Komm, wir müssen uns das weitergeben, weil Darko hat sich jetzt ja auch vorgestellt, aber Darko, das ist es nicht ernst. And life was nothing but an illusion. Nein! Was? But no, I know the meaning of. Ich glaube, dieses. Ich glaube, dass er denkt, dass das krass ist. Dieses Froschige. Ah, das klingt einfach nur Darko. Ich möchte es auf mich wirken lassen, bitte. Zurück mit dir in dein. Da, wo du herkommst. Tschüss. I'm leaning on the everlasting earth. Yes. If I can see it. Oh, was macht er? Then I can do it. Darko, lass es mit dem Singen, lass es auch mit dem Wahrsagen. If I just believe it. There's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spirit wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through my open door. I believe I can fly. Warum macht er das denn? I believe. Ja, wieso macht er diese Froschstimme? Das ist Darko und ich Kermit. I can fly. Yeah. I believe I can fly. Ja, ich weiß aber, wer Kermit, der Frosch ist. Der singt, aber der klingt wie Kermit. Oh, grausam, Darko. Ja. Gruselig. Ja, wirklich. Sorry, also wirklich, beim besten Willen, Darko, das muss dir doch mal jemand gesagt werden haben. So. Also das ist gruselig. Das ist kein Singen. Mensch du, ich meine, die Nummer, die ist so geil. Also R. Kelly ist einfach, boah, das klingt nicht gut. Mhm. Das
klingt sogar, wenn ich ehrlich bin, scheiße. Dago, die Qualität... Das klingt nicht gut, wenn ich ehrlich bin, sogar scheiße. Von R. Kelly, I Believe I Can Fly. Ich habe den 1998 beim Grammy gesehen. Das war dann damals kurzzeitig in New York mit 100 Gospelsängerinnen. Einmaliges Erlebnis, was wirklich schwer ist zu toppen. Und du als Nichtsänger kommst da nicht annähernd dran. Ja, ich bin müde, ich kann nicht mehr. Sehr müde. Das, so fühle ich mich schon. Er so random einfach, ich bin müde, ich kann nicht mehr. Hä? Seit 5 Jahren. Ich bin so müde. Wenn ich dir beim Singen zuhöre, dann kriege ich so ein bisschen selber so eine Enge im Hals. Kennst du das? Und dann tun mir die Stimmbänder auch weh. Das ist kein gutes Zeichen.